mal. Zunächst mal hatten Sie gefragt zum Deutschen Richterbund, was ich von dessen Expertise halte. Ich kann Ihnen sagen, sehr viel. Und ich habe mich mit dem Deutschen Richterbund in dieser Sache zusammengesetzt, intensiv zusammengesetzt. Aber was man beim Deutschen Richterbund auch merkt, er ist sehr geprägt durch die Traditionen des deutschen Rechts. Und deshalb habe ich eben darauf hingewiesen, dass die Traditionen, die international eine Rolle spielen, andere sind. Und da spielt eben die Tatsache eine Rolle, dass der größte Teil der Welt eben nicht dem Gesetzten, dem staatlich Gesetzten, dem in Parlamenten verabschiedeten Recht in dieser Weise gefolgt ist. Das ist auch nicht die Tradition der letzten vielen hundert Jahre, sondern dass es darum geht, dass Richter Recht auch etabliert haben. Und genau diese Tradition ist im Völkerrecht auch maßgeblich. Und das ist das, was man natürlich in sozusagen kompatibel gestalten muss mit unseren Dingen hier. Und das passt dann nicht zusammen. Und wenn Sie dann aus der falschen Ecke kommen, aus der falschen Denkecke kommen, dann haben Sie entsprechende Konflikte. Deshalb, ich glaube, in diesem Punkt ist der Deutsche Richterbund nicht auf dem richtigen Weg. Und der zweite Punkt, ich habe nicht gesagt, dass wir zwingend Investitionsschutzabkommen überall brauchen, sondern ich habe gesagt, wenn wir sie brauchen, warum sie gut sind, welchen Zweck sie verfolgen. Wenn Staaten beidseitig, etwa im Verhältnis der Europäischen Union und Kanada, darauf verzichten, dann ist das ein möglicher Ansatz. Aber ich kann Ihnen umgekehrt sagen, aus Gesprächen mit vielen, auch anderen Vertretern ausländischer Staaten, also Botschaftern von anderen Staaten als in der Europäischen Union, die mir gesagt haben, wenn Sie wollen, dass wir den Handelsaustausch, und das hat es ja eben hier geheißen, dass das ein zentrales Element unserer Politik ist, wenn Sie wollen, dass der Handelsaustausch zwischen Kanada und der Europäischen Union gefördert wird, dann müssen Sie daran denken, dass es europäische Staaten gibt, in denen der Rechtsschutz nicht so funktioniert wie bei uns, und kanadische Unternehmen würden dann in manchen europäischen Staaten nicht investieren. Und die Europäische Union hat uns darauf gesagt, wir haben alle diese Interesse in den Blick zu nehmen und das gesamteuropäische Interesse in den Blick zu nehmen, nicht nur die Funktionsweise der Gerichte in Deutschland. Und deshalb ist es wichtig für uns, dass wir ein solches System im Interesse von ganz Europa und auch von den Staaten etablieren, wo die Gerichte nicht so schnell und so perfekt arbeiten wie bei uns. Herzlichen Dank. Ich erteile nunmehr dem letzten Redner in dieser Debatte das Wort, dem Kollegen Markus Tönz.